eins, und da haben wir absolut eine Meinung. Es kann nicht sein, lieber Martin, dass das Gleiche, was getan wird, unterschiedlich behandelt wird. Das heißt, wer in unserem Konzessionsbereich tätig ist, der hat die gleichen Auflagen, Vorgaben, steuerliche, wie hygienerechtliche oder sonstlicher Art zu erfüllen. Es kann anders nicht sein und die Gesellschaft tut sich keinem Gefallen, wenn in dem Bereich Ausnahmen generiert werden. Im Übrigen habe ich das sehr deutlich zum Beispiel Herrn Schmidt gesagt, weil das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, weil er jetzt bei dem bevorstehenden Thema Allergienkennzeichnung schon wieder eine entsprechende Ausnahmemann machen wollte. Und da sage ich bitte wiederum Verständnis bitten. Auf der einen Seite, man kann über die Allergienkennzeichnung sowieso reden. Ich sage ja noch, als jemand, der in einem Bio-Hotel seit 20 Jahren Gästen alles möglich macht, was die Küche machen muss, wenn einer betroffen ist. Aber ich kann ja auch eins sagen. Bloß um einmal deutlich zu machen, wie weltfremd, dass heute Vorgaben umgesetzt werden. Sie werden es nie erleben, dass ein Allergiker, ein betroffener Allergiker, sich auf etwas verlässt, was geschrieben steht. Der will mit dem Koch reden. Und bevor der mit dem Koch nicht geredet hat, fasst der nichts an. Ich rede vom betroffenen Allergiker und über die reden wir jetzt. Ändert nichts daran. Auch da gehen wir wieder mit um. Aber dann bitte auch hier gleiche Regeln für alle. Und warum, dass das gerade in dem Bereich, wenn man jetzt über Verein oder sogenannte Gemeinschaftsfestivitäten redet, ein ganz entscheidendes Moment ist, sage ich mal bloß einmal vor dem Hintergrund, jeder kennt bei diesen Gemeinschaftsfestivitäten, ne, da bringen 5 Hausfrauen oder 20 ihren Kuchen mit und dann nehmen wir mal ergehen und etc. und sowieso, und da nehmen wir es dann aus und der Wirt muss dokumentieren und hat außerdem die Beweisung her und. Da muss man dann einfach sagen, das geht nicht so.